Mein Freund und ich haben uns entschlossen, spontan übers lange Wochenende nach Budapest zu fahren. Und ich dachte mir, es könnte vielleicht ganz interessant sein, wenn ich euch zeige, was wir da so Veganes zu futtern gekriegt haben. Wir haben von unserem Host so einen kleinen selbstgemachten Reiseführer quasi bekommen, wo auch Restauranttipps drinnen standen. Und da war tatsächlich auch ein veganes Restaurant dabei, das sich Napfenius oder so ähnlich nennt. Und ja, wir haben uns gedacht, wir probieren das direkt mal am ersten Tag aus. Und es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung. So, wir sind jetzt gerade in der Markthalle von Budapest und jetzt werden wir mal schauen, ob wir was zu futtern kriegen morgen fürs Frühstück. Zum Abendessen machen wir uns jetzt selber was. Und zwar haben wir uns einfach einen Brokkoli von zu Hause mitgenommen. Und den werden wir jetzt zu Abend essen. Und dazu gibt es einen Bulgursalat. Zu Frühstück Apfel mit Erdnussbutter und Weintrauben. Das ist jetzt unser Mittagessen von Vegan Love und es schaut von mir geil aus. Zum Abendessen gibt es dafür jetzt Nudeln. Nudeln für Robert, Nudeln für mich. Natürlich mussten wir uns auch noch einen Langosch genehmigen und ich habe sogar eine vegane Version gekriegt mit richtig geil Gemüsetopping. Und das werde ich jetzt verputzen. Ja, jetzt sind wir wieder zu Hause angekommen und der Urlaub war so, so genial und ja, was das vegane Essen angeht, einfach
perfekt. Also ich hätte echt nicht erwartet, dass man so viel geiles Zeug in Budapest zu futtern kriegt. Ja, so als Fazit kann ich sagen, ich würde euch empfehlen, alle diese Restaurants auszuprobieren, wo wir halt waren. Ich fand wirklich alle durchgehend richtig super. Also das Napfeines würde ich euch empfehlen, wenn ihr so ein romantisches Dinner zu zweit zum Beispiel haben möchtet oder so. Es ist halt echt richtig ein richtig schickes Restaurant eigentlich. Und außerdem müsst ihr dort unbedingt einen Kuchen probieren. Also eigentlich bin ich gar nicht so der Kuchenmensch. Und meistens habe ich dann auch gar keinen Hunger mehr auf den Kuchen. Aber ja, beim zweiten Mal habe ich es extra so gemacht, dass ich nicht so viel gegessen habe, damit ich noch Platz für den Kuchen habe, weil der halt so, so geil ausgesehen hat. Und es hat sich wirklich gelohnt. Der Kuchen war heftig, einfach nur. Ja, also wenn ihr mehr Bock auf Fastfood habt, dann würde ich euch das Vegan Love empfehlen. Das ist einfach richtig dirty Fastfood, richtig schön fettig, wie man das halt mag. Aber auch richtig, richtig lecker. Langosch zu essen ist natürlich in Budapest sowieso Pflicht. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, zum Retro Langosch zu gehen. Außerdem würde ich euch auch unbedingt empfehlen, in diese Markthalle von Budapest zu gehen. Die ist nämlich richtig cool. Ihr solltet allerdings das vertragen können, sage ich mal, dass da logischerweise Fleisch auch verkauft wird. Und unten im Keller wird auch einiges an Fisch verkauft. Also wenn ihr sowas nicht so sehen könnt, dann vielleicht eher nicht. Aber ich ignoriere das dann immer dezent. Und es ist auch ganz cool gemacht, weil es einigermaßen sortiert ist. Also ihr habt jetzt nicht immer abwechselnd Fleisch, Gemüse, sondern die Gemüsestände sind eher so auf der rechten Seite, also eher so auf der äußeren Seite, kommt mir vor. Deswegen habe ich meinen Blick immer so einfach in die Richtung wandern lassen. Und ja, es ist einfach cool, dieser Markt. Da kriegt ihr richtig coole Sachen. Auch so Chilis haben wir gekauft. In so einem Bündel, das sah aus wie ein Blumenstrauß. Richtig witzig. Übrigens gibt es in Budapest richtig viele Ferienwohnungen, die man auch echt günstig kriegen kann. Und ich finde das ganz geil, weil man dann irgendwie so ein bisschen, ja, so ein authentischeres Reisegefühl hat irgendwie, weil man dann halt wirklich in einem Wohnhaus wohnt und es hat uns auch extrem gut gefallen. Und dort hat man halt auch eine Küche und dann, ja, im Zweifel, wie wir das halt gemacht haben, kann man dann auch ein, zwei Abende oder so mal selbst was kochen. Es ist allein schon preislich, finde ich, sinnvoll, weil selbst wenn das wirklich sehr günstig ist, so wie das in Budapest eben der Fall ist, das Essen gehen, ja, läppert sich es dann doch. Und wenn man nur essen geht im Urlaub, wird es dann doch relativ teuer. Ja, das sind so meine Empfehlungen. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie gut man in Budapest speisen kann als Veganer. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Däumchen. Und auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss! Savannah.